Ich habe Geräusche gehört. Wart ihr das? Ja, wir haben halt hier geschlafen. Außer mir darf das niemand. Ich bin Kevin, Sohn des erhabenen Paul von Ziegenberg. Es ist euch verboten, hier zu schlafen, aber ich bin mal nicht so. Ihr stellt mir eine Aufgabe. Wenn ich sie bewältige, will ich euch hier nie wieder sehen. Wenn nicht, dann kriegt ihr von mir... ein Frühstück. Und danke der Nachfrage, wir sind Manuel und Lisa. Wir haben ziemlich Hunger, weil wir in einem Keller gefangen waren. Ja. Wieso denn gefangen? Ja, wir sind halt in ein Loch gefallen. Wie blöd seid ihr denn? Okay, also, du musst 5 Minuten in diesem Rollstuhl fahren. Von hier bis... hier. Das ist ja einfach. Ich gehe mir nur kurz was zu trinken holen. Scheiße, wie schaffen wir es jetzt, dass er es nicht schafft? Ich weiß nicht. Ich weiß was. Wir manipulieren einfach den Rollstuhl. Gute Idee, aber schnell. Wir können am Rad eine Schraube locker drehen. Am besten da. Ja. Okay. So, fertig. Dann steige ich jetzt mal aus. Ich will ja eigentlich nicht runterfallen, ne? Gute Idee. So, da bin ich wieder. Kann losgehen. Mann, meine Frisur, das ist doch blöd. Oh, wie konnte das denn passieren? Tut mir wirklich ausgesprochen leid. Zum Glück hat er nichts gemerkt. Ja, haben wir echt gut gemacht. Aber wo bleibt er denn? Ach, da kommt er ja. Hier, euer Frühstück. Na, du bist ja großzügig. Danke und tschüss. Dann habe ich mich auf Brötchen gefreut und dann sowas. Also ich hätte Durst. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich auch. Dann lass uns die Flaschen hier im Brunnen auffüllen. Fang du einfach an. Was ist das? Da ist ja ein Loch in der Flasche.